Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich euch sagen, was zu tun ist, wenn beim Anschließen einer externen Festplatte oder eines USB-Laufwerks an den Computer diese nicht im Explorer angezeigt werden. Sie jedoch andere Geräte wie Drucker, Scanner, Maus und sehen können. Außerdem werde ich erzählen, wie man die USB-Anschlüsse des Computers aktiviert und konfiguriert, wenn sie deaktiviert sind oder nicht funktionieren. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Im ersten Fall funktioniert auf einem Computer mit einem installierten Betriebssystem alles einwandfrei. Es gibt keine Probleme. Wenn Sie jedoch ein externes Laufwerk, ein USB-Laufwerk, eine Festplatte oder eine Speicherkarte anschließen, wird es im Explorer nicht angezeigt. Gleichzeitig sieht der Computer den angeschlossenen Drucker, die Tastatur und die Maus. Der erste Schritt wäre, die USB-Anschlüsse auf funktionierte zu überprüfen. Wenn jedoch andere über USB angeschlossene Geräte funktionieren, ist dies nicht sinnvoll. Hier ist es höchstwahrscheinlich der Systemteil, der Dienst wurde deaktiviert oder die Parameter wurden geändert. Der zweite Fall, wenn Sie ein USB-Gerät anschließen, funktioniert es nicht. Es liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit den USB-Anschlüssen vor. Sie sind nicht angeschlossen, der Treiber ist beschädigt und so weiter. Als nächstes zeigt das Video eine Lösung für jeden dieser Fälle. Schauen wir uns zunächst den Fall nicht funktionierender USB-Anschlüsse an. Überprüfen Sie zunächst den USB-Anschluss auf physische Schäden. Schließen Sie das Gerät einfach an den Anschluss an und prüfen Sie, ob es dort hängt. Wenn es beschädigt ist, verwenden Sie ein anderes. Und bevor Sie etwas unternehmen, starten Sie einfach Ihren Computer neu. Wenn diese Methode nicht funktioniert, können Sie mit weiteren Schritten fortfahren. Öffnen Sie den Gerätemanager, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü Gerätemanager. Im Manager suchen wir den Bereich USB-Controller. In diesem Abschnitt müssen Sie den USB-Host-Controller finden. Wenn er nicht hier ist, ist das vielleicht das Problem. Klicken Sie hier auf das Symbol Hardware-Konfiguration aktualisieren. Anschließend überprüft der Computer alle angeschlossenen Geräte und aktualisiert sie. Danach wird möglicherweise Host Controller angezeigt. Wenn sich nichts geändert hat, versuchen Sie folgendes. Entfernen Sie alle Controller. Bitte beachten Sie, dass wenn Sie an einem PC arbeiten und Ihre Tastatur und Maus an die USB-Anschlüsse angeschlossen sind, diese nach dem Entfernen der Controller nicht mehr funktionieren. Aber keine Sorge, nach dem Neustart alles wird wieder funktionieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Controller Gerät entfernen. Nach dem Entfernen starten wir das System neu. Wenn Maus und Tastatur nicht funktionieren, kann der Neustart über die Taste an der Systemeinheit durchgeführt werden. Deaktivieren der Option zum vorübergehenden Herunterfahren des USB-Anschlusses. Der Parameter temporäres Herunterfahren des USB-Anschlusses ist ein Energiesparparameter im Betriebssystem Windows, der die Stromversorgung des USB-Geräts unterbricht, um die Akkulaufzeit des Computers zu verlängern. Öffnen Sie zum Deaktivieren die Einstellungen System, Stromversorgung und Ruhezustand. Gehen Sie im folgenden Fenster zu Konfigurieren des Stromversorgungsschema. Und im nächsten Fenster ändern Sie die erweiterten Energieeinstellungen. Hier suchen wir nach den USB-Parametern. Parameter zum vorübergehenden Deaktivieren des USB-Anschlusses. Und wir weisen für diese beide Werte verboten zu, übernehmen OK. Jetzt trennt das System die USB-Anschlüsse nicht mehr. Sie können diesen Parameter auch über die Registrierung deaktivieren. Klicken Sie auf Win plus R und schreiben Sie Regedit. Gehen wir den nächsten Weg. HK Local Machine System Current Control Set Services
USB. Wenn Sie keinen USB-Ordner haben, erstellen Sie ihn. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Dienste Erstellen, Neue Partition USB. Erstellen Sie im USB-Bereich ein DWORD32-Parameter mit dem Namen Disable SciActive Suspend und setzen Sie ihn auf 1. OK. Jetzt ist die Option USB-Anschluss vorübergehend deaktiviert. Auf Ihrem Computer deaktiviert. Damit Ihre Änderungen gewirksamt werden, müssen Sie Ihren Computer neu starten. Wenn der Port immer noch nicht funktioniert, liegt das Problem möglicherweise an der Hardware. USB-Anschlüsse sind ziemlich zerbrechlich und USB-Sticks können als Drückhebel auf sie wirken und die elektrischen Anschlüsse in den Anschlüssen zerstören. Dies wird häufig bei Laptops beobachtet, wenn der Benutzer den Laptop in die Tasche steckt und vergisst, das USB-Laufwerk zu entfernen. Typischerweise kann eine solche Fehlfunktion behoben werden. Möglicherweise müssen Sie sich an einen Computer-Reparaturspezialisten wenden, um das Problem zu beheben. Wenn die USB-Anschlüsse funktionieren, das USB-Laufwerk jedoch angeschlossen ist, wird es im Windows Explorer nicht angezeigt. Möglicherweise liegt ein Problem mit den Diensten oder eine falsche Systemeinrichtung vor. Öffnen Sie dazu die Datenträgerverwaltung. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü Datenträgerverwaltung. Achten Sie hier drauf, ob die Festplatte dort sichtbar ist. Wenn der USB-Anschluss und das Laufwerk in Ordnung sind, werden Sie in der Liste der verfügbaren Laufwerke aufgeführt. Sie müssen nur mit der rechten Maustaste auf den Namen klicken und den Laufwerkbuchstaben manuell festlegen. Dann sollte unser Laufwerk auf meinem Computer erscheinen. Das Problem mit den fehlenden automatischen Installationen eines Laufwerkbuchstabens hängt häufig mit einem fehlerhaften Dienst für virtuelle Festplatten zusammen. In diesem Fall müssen Sie den Dienst überprüfen. Wir schreiben in die Suche nach dem Service und suchen ihn in der Liste. Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf Eigenschaften. Starttyp einstellen, automatisch und Start. Nachdem wir den Computer neu gestartet und den Betrieb der Laufwerke überprüft haben. Wenn dies nicht hilft, haben Sie möglicherweise die Auto-Mount-Funktion deaktiviert. Standardmäßig ist diese Funktion aktiviert. In einigen Fällen kann es jedoch deaktiviert werden. Zum Beispiel können Antivirenprogramme dies aus Sicherheitsgründen tun. Programme zum Arbeiten mit Bildern und so weiter. Sie können den Status über die Befehlszeile überprüfen. Führen Sie es als Administrator aus und geben Sie den Befehl Diskbar Enter ein. Geben Sie dann den Befehl automatisch ein. Als Ergebnis des Befehls sehen Sie, ob diese Funktion aktiviert ist. Wenn die Volumenverbindung deaktiviert ist, geben Sie den Befehl Auto-Mount Enable ein und drücken Sie die Eingabetaste. Danach wird die Meldung automatisch neue Volumenverbindung aktiviert angezeigt. Starten Sie Ihren Computer neu und versuchen Sie, ein externes Laufwerk oder ein USB-Laufwerk an den USB anzuschließen. Daher sollte es im Explorer angezeigt werden. Und das ist alles. Daumen hoch, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!